willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem YouTube-Kanal. Ich hatte es im letzten Video schon mal so leicht angeteasert, dass ich eventuell bald ein, zwei neue Projekte für Emergency 4 hier auf meinem Kanal vorstellen kann. Und tatsächlich befinden wir uns heute in einem davon, nämlich in der Fuchsburg-Modifikation. Wird dem einen oder anderen bestimmt schon ein Begriff sein. Das Ganze kommt aus der Feder vom Kollegen Antifon, der hat dieses Projekt hier auf die Beine gestellt. Das Ganze baut auf dem Multiplayer-Grundgerüst von Bieberfelde auf. Ihr könnt also Fuchsburg mit bis zu 4 Freunden im Multiplayer zocken. Und ansonsten erinnert aber gar nichts mehr an Bieberfelde. Es gibt eine komplett neue Karte, es gibt einen komplett neuen Fuhrpark. Es gibt extrem viele neue 3D-Gebäude und Objekte. Und was am interessantesten ist, es gibt super viele neue Spielmechaniken, die teilweise auch so einzigartig in Emergency 4 sind, die es noch nie gegeben hat. Und bringt einfach eine Menge Spielspaß mit sich. Und da wollen wir euch heute einfach mal ein paar bewegte Bilder zeigen. Beziehungsweise ich habe das Vergnügen, euch ein paar bewegte Bilder zu diesem Projekt zeigen zu dürfen. Vielleicht vorweg noch gesagt, eine große Bitte an euch. Es handelt sich um eine Entwicklerversion. Bitte keine Nachfrage nach irgendeinem Release-Datum oder irgendeinem Download-Link. Das Ganze soll veröffentlicht werden, ja. Allerdings, wie gesagt, gerade noch in der Entwicklung. Und gut Ding will Weile haben. Ich würde sagen, wir schnacken gar nicht weiter lange rum. Ich initialisiere mal meine Fahrzeuge. Dann schauen wir mal, was uns hier heute erwartet. Das Ganze spielt in der fiktiven Stadt Fuchsburg in Baden-Württemberg. Und ihr spielt also keine Berufsfeuerwehr, sondern ihr habt eine hauptamtliche Wache. Insgesamt gibt es eine Hauptwache auf der Karte und zwei FF-Wachen. Dann natürlich noch ein Krankenhaus. Rettungswachen, Polizeiwachen und. Und wie gesagt, tatsächlich gibt es an jeder Ecke viel zu entdecken. Ihr seht es hier schon, es gibt unheimlich viele neue 3D-Gebäude. Hier die Stadtmauer, wo es dann hier in den Altstadtbereich geht. Also wirklich, es bringt eine Menge Spielspaß und an jeder Ecke gibt es was zu sehen. Wir haben jetzt hier unsere Hauptwache, wo die hauptamtlichen Kräfte beheimatet sind und eine weitere FF. Und ich würde sagen, wir passen jetzt mal eben unser Einsatzniveau an. Ich spiele immer ganz gerne auf Stufe 2, das heißt, es kommen nicht so viele Einsätze parallel und einzelne Einsätze können detailliert abgearbeitet werden. Ich hau mal den Einsatzstart rein und dann gucken wir mal, was uns erwartet. Pardon. So, Kleinbrand, alles klar. Jetzt kann ich euch schon die erste neue, geile Neuerung zeigen. Ihr seht jetzt hier, wo sich dieser Einsatz befindet. Ihr seht diesen Einsatz aber auf der Karte nicht, denn in Fuchsburg ist es so, dass Einsätze ausgeblendet werden. Erst wenn ein Fahrzeug bzw. eine Einsatzkraft sich dieser Einsatzstelle nähert, wird die tatsächliche Einsatzlage aufgedeckt. Das heißt, es ist wie im realen Leben auch. Ihr werdet eventuell zu einem Kleinbrand alarmiert, kommt vor Ort an und die Hütte brennt lichterloh. Oder ihr werdet zu einem Verkehrsunfall mit mehreren eingeklemmten Personen alarmiert und vor Ort stellt sich heraus, es handelt sich nur um einen VU-Blech mit zwei beteiligten PKWs. Ja? Also, wir testen das Ganze jetzt hier gleich einmal. Wir können mal unsere Feuerwehr alarmieren. Wir nehmen mal KDOW und HLF. Ist ja erstmal nur als Kleinbrand gemeldet. Und erst, wie gesagt, wenn die Einsatzkräfte vor Ort eintreffen bzw. sich in einem bestimmten Radius befinden um diese Einsatzstelle herum, wird die tatsächliche Einsatzlage aufgedeckt. Das hat auch vor allen Dingen den Vorteil, finde ich persönlich jetzt, das bringt eine unglaubliche Einsatzdynamik mit sich, denn das werdet ihr spätestens, wenn ihr selber spielt, merken, die Unterschiede, jetzt kriegen wir gerade den nächsten Einsatz, auch die Meldungen unterscheiden sich alle. Also es gibt zum Beispiel den Einsatz betrunkene Person. Das kann zum Beispiel aber ein medizinischer Notfall sein, es könnte aber auch ein Einsatz für die Polizei sein. Also, da gibt es unviele, Sprachenlernbubble. Es gibt unviele, Digga, Lost. Es gibt super viele Variablen, was hier möglich ist, auch was die Personenanzahl am Ende angeht, die betroffen sind oder die handgreiflich werden zum Beispiel, whatever. Da kann man sich tatsächlich von Anfang an nicht drauf verlassen. Das bringt eine super Spieldynamik mit sich. Und gerade auch im Multiplayer, wenn man dann tatsächlich mit 3, 4 Leuten spielt,
ist das super cool. Also einzigartiges Spielerlebnis. Wir können mal zur gestürzten Person springen. Okay, dann können wir hier mal einen Rettungswagen entsenden. Und ihr werdet jetzt hier gleich sehen, der KDOW trifft jetzt hier gleich ein und dann wird diese Lage aufgedeckt, der Kleinbrand. Ihr seht es jetzt hier oben, Lage aufgedeckt und wir können jetzt hier sehen, alles klar, es brennen ein paar Container, es brennt ein bisschen Buschwerk. Höre, bin unterwegs. Nichts, vor dem man sich fürchten müsste. Und jetzt wird erst die tatsächliche Lage dann ersichtlich. So. Dann würde ich sagen, nehmen wir mal einen Schnellangriff vor. Und eventuell bauen wir auch doch schon mal eine Wasserversorgung auf. Sicher ist sicher. Haben wir hier irgendwo die Möglichkeit? Da, wunderbar. Können wir schon mal einen Standbau aufbauen und kümmern uns jetzt mal um die gestürzte Person. Ah ja, okay, hier liegt sie. Bauen wir mal fix eine Wasserversorgung auf hier. Was gibt's? Schon unterwegs. Dann würde ich sagen, machen wir mal hier load and go. Beziehungsweise behandeln dann im Fahrzeug weiter. Wird umgehend durchgeführt. Und springen wieder zur Feuerwehr. Okay. Feuer aus, das heißt, wir können über den Gruppenführer das Signal zum Abbauen geben. Ist auch ein Automatismus hinterlegt, das heißt, alles wird automatisch abgebaut. Da müsst ihr keine mühsame Kleinarbeit mehr leisten. Und dann können wir hier wieder einrücken. So, wir können ja mal einen Streifenwagen auf Streife schicken. So, unser RTW fährt auch ins Krankenhaus. Hier ist jetzt zum Beispiel das Operngebäude. Okay, Randalierer. Einsatz für die Pol. Dann würde ich sagen, schicken wir mal einen Streifenwagen los. Vielleicht am besten auch noch den von der Altstadtwache. Dann gucken wir mal, was uns da vor Ort erwartet.
Schauen wir mal. Ihr habt übrigens mit den Polizeifahrzeugen jetzt auch direkt die Möglichkeit, Verbrecher anzuklicken und festzunehmen. Wenn ihr die Shift-Taste drückt zum Beispiel, könntet ihr jetzt direkt auswählen, dass ihr die Person mit Pfefferspray festnehmen wollt. Und mit der Steuerungstaste wird die Verhaftung mit der Schusswaffe vorgenommen. Das heißt, der Wagen hält an, die Polizisten steigen aus und verhaften dann direkt den Täter oder verfolgen den Täter, je nachdem. Da müsst ihr nicht immer erst aussteigen lassen und das manuell machen, sondern das geht jetzt auch schon direkt vom Fahrzeug aus. Jetzt gucken wir mal. Okay. In dem Fall ist es so, die hat jetzt hier gewunken, die gute Dame. Das heißt, es gibt Zeugen. Das heißt, wir müssen auch noch eine Zeugenbefragung durchführen. Wir schicken jetzt erstmal hier ein RTW hin und hören mal, was die Dame zu sagen hat. Zeugenaussage aufgenommen und jetzt wird auch erst hier unten der Täter sichtbar, der sich hier also schon von der Tatörtlichkeit entfernt hat. Was gibt's? Auf dem Weg, jawohl. Wird erledigt. Roger. Hallo. So. Roger, ja, auf dem Weg. Bin unterwegs. Wird die Täterin jetzt schon mal in Gewahrsam gebracht und wir warten hier jetzt noch auf den RTW. So, gestürzte Person. Was gibt's? Ist in Arbeit. Gestürzte Person bei DHL. Na, dann schauen wir mal. Was gibt's? Wird ausgeführt. Was gibt's? Wird umgehend durchgeführt. So, da ist ja die gestürzte Person. Was gibt's? Bin unterwegs. Ja? Können wir aber auch gleich einladen und im RTW Ja, weiter wird behandeln. umgehend durchgeführt. So, und dann geht es auch ab ins Universitätsklinikum Fuchsburg hier oben. Ihr seht auch ein komplett neues 3D-Modell hier mit entsprechender Notaufnahme für die RTWs und Wartezone für die Notarzteinsatzfahrzeuge. Und unter anderem ist hier auch ein NEF-Schrägstrich der leitende Notarzt stationiert. Und da werden jetzt unsere Patienten erstmal hingebracht. Ihr
könntet hier wahlweise auch noch Einsätze ausschalten, also Poleinsätze, Rettungsdienst oder Feuerwehreinsätze. Wenn ihr zum Beispiel nur Feuerwehr spielen wollt, könntet ihr Rettungsdienst und Pol zum Beispiel komplett abschalten. Aber gerade Multiplayer logischerweise macht es schon Sinn, wenn alle Einsätze eingeschaltet sind. Hier ist zum Beispiel das Universitätengelände von Fuchsburg. Genau, und jetzt schauen wir mal, was so kommt. Können ja mal die Einsatzfrequenz doch einmal hochschrauben. Okay, wir haben eine Brandmeldeanlage. Hier ist übrigens stationiert bei der hauptamtlichen Wache ein Cardio-G, ein mittleres Löschfahrzeug, ein Drehleiter, ein HLF und ein Wechselladefahrzeug mit AB-technische Hilfeleistung, AB-Rist. Und bei der FFG gibt es ein ELW, ein HLF, eine Drehleiter, ein GW-Logistik und ein LF. Und hier steht noch ein ABC-Erkunder und der Gerätewagen Taucher. So. Ja, bin unterwegs. Dann gucken wir mal, was hier vorliegt. Auf dem Weg. Okay, auf Fehlalarm. Können wir die Anlage zurückstellen. Kräfte sind aus dem Einsatz entlassen. War jetzt gerade mal alle Einsätze abgearbeitet. Feuer unklar, Feuerschein. Alles klar, dann einmal KDOW, HLF. Oh, Drehleiter sicherheitshalber auch. Dann könnten wir eigentlich auch noch von einem Streifenwagen hier unterstützt werden. Okay, hier brennt also auch wieder ein bisschen Vegetation und ein Spielgerät. Ja? Okay. Also hier nehmen wir erstmal einen Schnellangriff vor. Hier haben wir anscheinend eine gestürzte Person. Da schicken wir ein RTW hin. Und dann haben wir jetzt noch einen Verkehrsunfall mit mehreren eingeklemmten Personen gemeldet bekommen. Da würde ich dann auf jeden Fall einmal einmal unser Wechselladerfahrzeug mit AB-Rüst und das HLF der FF jetzt erstmal initial hin alarmieren, da die anderen ja gerade gebunden sind und den ELW auch nochmal mit. Und dann schicken wir jetzt hier ruhig auch nochmal
das NEF und RTW los. Machen wir sicherheitshalber mal noch ein RTW von außerhalb. Und ein Funkstreifenwagen kann ja auch mal mit anfahren. Was gibt's? Bauen wir hier noch eben eine Wasserversorgung auf. Gerade mal hier ein bisschen parallel machen, ja. Das ist schon angenehmer Multiplayer. Deswegen Singleplayer Einsatzniveau 2 ist immer so eine ganz gute Möglichkeit, da ein bisschen den Druck rauszunehmen. Höre. Ja? Okay, da sind schon mal keine Personen eingeschlossen. Okay, wenn wir Glück haben, scheint es doch nur ein VU-Blech zu sein, tatsächlich. Sind keine Personen eingeschlossen. Wir werden gleich mal mit der Polizei die Leute befragen. Kann der KDW schon mal abdrehen und wir können hier einmal schon abbauen. Nehmen wir noch eben die Zeugenaufsagen auf. Und dann können wir noch die Betriebsstoffe hier abstreuen. Beziehungsweise auch einen Brandschutz sicherstellen, denn es kann auch immer passieren, das ist tatsächlich nämlich auch eingebaut, dass Fahrzeuge, wenn sie abgeschleppt werden, beziehungsweise wenn sie jetzt auch am Anfang noch nicht brennen, dass sie im Laufe des Einsatzes noch anfangen zu brennen. Deswegen macht es immer Sinn, vor allen Dingen auch einen Brandschutz sicherzustellen. Wird umgehend durchgeführt. Aber wir können alle einrücken. Hat man nicht noch eine gestürzte Person in der Bank? Ja. Braucht bestimmt inzwischen einen Notarzt. Ja, auf dem Weg. Los geht's. So, Besen brauchen wir noch. Schon unterwegs. Und dann können wir schon mal Abschlepper bestellen. Was gibt's? Schon unterwegs. Ach ja, der RTW kann die Einsatzfahrt auch abbrechen.
Was gibt's? Was gibt's? Auf dem Weg. So, wie ja? Sieht's an der Front hier aus? Jawohl. Höre, ist in Arbeit. Was haben wir noch offen? Nur die zwei Einsätze derzeit. Okay, alles klar. Wird umgehend durchgeführt. So, jetzt haben wir nämlich hier den Fall, dass das Fahrzeug anfängt zu brennen. Der hat mich Gott sei Dank ganz schön sichergestellt. Und konnten jetzt Schlimmeres verhindern und laden das Fahrzeug dann auf. Höre. Höre. Wird gemacht. Ja? Schon unterwegs. Auf dem Weg. Höre. Sodele, dann haben wir den Verkehrsunfall auch abgearbeitet. Alle Kräfte rücken ein. Und dann haben wir auch nichts mehr offen. Der Patient wird jetzt hier gerade ins Krankenhaus verbracht. Alles klar. Gut, wunderbar. Achso, hier waren wir noch, ne? So. RD, medizinischer Notfall. Fangen wir am besten mal von hier an und schauen mal, was uns erwartet. Medizinischer Notfall kann ja jetzt eigentlich auch alles sein. Mal schauen. Lage aufgedeckt worden, weil der Streifenwagen hier lang gefahren ist. Was gibt's? Los geht's. Was gibt's? Und wieder ein Verkehrsunfall. Auf dem Weg. Wo geht's diesmal hin? Und eine betrunkene Person. Alles klar. Gut, der Verkehrsunfall wird gleich aufgedeckt werden, genau, weil der Streifenwagen hier lang fährt. Dann werden wir hier mal NEF vorsichtshalber mit alarmieren. RTW habe ich gerade. Kein mehr frei, da muss einer von außerhalb kommen. Und ein Streifenwagen benötigen wir hier auch noch. Und dann haben wir noch betrunkene Personen, Einsatz für den Rettungsdienst, nicht für die Polizei.
Da können wir dann mal einen Erdbeben senden. Mir da jetzt noch ein Löschfahrzeug dazu, um die Bindemittel unter anderem vor Ort zu haben. Okay, scheint tatsächlich keine Person angeschlossen zu sein. Was gibt's? Eine Person eingeklemmt, dann können wir zumindest ein bisschen Licht machen. Ja. Was gibt's? Was gibt's? Was gibt's? Was gibt's? Schon unterwegs. Ja? Was gehen unterwegs? Okay, es könnte sein, dass wir jetzt tatsächlich den AB Mulde benötigen. Beziehungsweise wir können auch den Betriebshof eigentlich alarmieren. Okay, jetzt gibt es hier zwei verletzte Personen tatsächlich. Das meine ich mit diesem, das ist sehr dolle variiert bei den Einsätzen. Ne? Ich weiß tatsächlich jetzt nicht, ob das jetzt bei dem Einsatz tatsächlich gewollt ist, aber so ist es halt. Ne? Es gibt jetzt halt einfach zwei Verletzte. So, du fährst die Einsatzstelle. Ja? Okay, also einmal wird ein NEF benötigt. Bin unterwegs. Wird umgehend durchgeführt. Ich habe jetzt gerade hier oben noch einen RTW, den ich zum VU alarmiert hatte. Das heißt, der kann jetzt natürlich einmal die Einsatzstelle hier anfahren. Höre, bin unterwegs.
in Arbeit. Was gibt's? Höre. Höre. So, wenn der Betriebshof hier ein bisschen abstreuen. Ja. Was gibt's? Abschleppfahrzeug ist verständigt, KDOW kann auch einrücken, die FF kann einrücken. Ja. Gebäudebrand in der Altstadt. Ach Herr Jemine, grande Drama. Dann würde ich sagen, du einmal mit PA ausrüsten und direkt hier anfahren. Das ist das Schöne, das ist halt wirklich mal eine richtige Altstadt. Das heißt, es gibt auch viele kleine, enge Gassen. Ihr seht jetzt hier oben gerade wieder eine neue Besonderheit. Durch das kleine Stadttor hier vorne passen Großfahrzeuge logischerweise nicht durch. Das heißt, Großfahrzeuge fahren andersrum, haben dementsprechend auch eine etwas längere Anfahrtszeit unter Umständen. Und ja, nur kleinere Einsatzfahrzeuge und das MLF kann durch Stadttor fahren. Die Altstadt ist, wie gesagt, auch sehr schön gestaltet mit vielen neuen Gebäuden, auch mit vielen Open-House-Gebäuden und vielen engen Gassen. Das heißt, kommt es hier zu einem Brandereignis, dann ist natürlich auch schnelles Handeln gefragt und vermutlich auch Riegelstellung nach rechts und links. Denn sonst könnte ich mir vorstellen, dass so ein Brand hier nämlich auch mal eskaliert. So, Betriebshof ist vor Ort. Okay, also, bestätigter Gebäudebrand mit Menschenleben in Gefahr. Ja? Wird ausgeführt. Ja, da müssen wir uns jetzt mal ein bisschen sputen. Das war vielleicht doch das HLF hier frei bekommen. Ich weiß gar nicht, wo mein KDOW geblieben ist. Den hatte ich ja eigentlich auch schon nach Hause geschickt. Ja, ist gut. So. Dann machen wir jetzt als allererstes mal Menschenrettung. Und bauen parallel aber auch schon mal eine Wasserversorgung auf. Was gibt's, wird umgehend durchgeführt. Unterwegs. Höre, auf dem Weg. Schon unterwegs. Oh, 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 oh. Ja?
unterwegs. Was gibt, kein Problem. Auf dem Weg. Was gibt's? Wen unterwegs? Höre, wird gemacht. Höre. So, ein bisschen Druck auf den Lupren jetzt hier. Ja. Ja. Wird gemacht. So, da haben wir erstmal ein paar Rohre im Einsatz. Ja? Auf dem Weg. Höre. Können wir den Verkehrsunfall eben mal kurz fertig abarbeiten. Und ich frage mich tatsächlich, wo mein Cardio-Weg geblieben ist. Ah, okay, jetzt lässt er sich wieder alarmieren. Na, das wäre ja schön, wenn du auch den Weg hierher findest. Da haben wir noch hinten das Spiel dran. Was gibt auf dem Weg? Irgendwie auch aufgebaut. Ich bin jetzt, denke ich, hier mal die ersten Verletzten ins Krankenhaus fahren. Okay, den nur.
kommen zu dem Harle. Oh, warum staut es sich hier so? Was gibt's? Ich hätte gern noch eigentlich ein TLF vor Ort mit Werfer eventuell, dass wir da mal aufschließen können. Beziehungsweise sonst die Sicherheit einfach nur in der Einstellung. Sagen, ich hau aber den Einsatzstopp rein. Das sollte für die Länge des Videos auf jeden Fall der letzte Einsatz hier erstmal heute sein. Sehr, sehr hartnäckig. Warum auch immer. Bin unterwegs. Ich wollte erstmal das TLF an, dann gucken wir mal, dass wir das vernünftig ausziehen. Dass wir da eventuell nochmal einen Werfer draufschalten können. So, wo haben wir denn noch einen Hydranten? Da hätten wir keinen mehr. Ah, gut, Feuer aus, wunderbar. Ja? Dann höre. Können wir wieder die Befehle zum Abrücken geben. Ja, ist okay. Der gute Mann kommt noch ins Krankenhaus. Wird umgehend durchgeführt. Höre. Sofort.
Dann würde ich sagen, haben wir diesen Einsatz auch erfolgreich abgeschlossen. Und damit endet erstmal dieser eine Einblick in Fuchsburg. Und ich denke mal, ihr könnt euch demnächst noch über mehr Videos freuen. Wie gesagt, ich verlinke euch alle wichtigen Kanäle nochmal unten in der Infobox. Einmal zum Emergency 4 Fan Forum, zum entsprechenden Beitrag. Und auch zum Discord-Server. Findet ihr alles unten in der Infobox. Ich wünsche euch schöne weihnachtliche Tage. Ich weiß, beim einen oder anderen liegt Schnee. Und gehabt euch wohl. Bis zum nächsten Mal.